Miau, ich zeige dir gern die großen Geheimnisse hinter diesem riesigen Schwert. Bitte schreib das niemals in Tinder in deine Beschreibung rein. Vor langer Zeit wurde aus Material ein sehr mächtiger Drachenelster geschmiedet. Er verfügt über die Kraft, sich zu regenerieren. Fast wie ein lebendiges Wesen. Miau. Angeblich lassen sich Teile davon als Ausrüstung mit der Kraft von Drachenelsen verwenden. Wenn der Drachen... Übrigens kann ich jede Katze, die ich will, mitnehmen. Katzen zählen hier auch als Menschen. Der Kreis ist unendlich groß von Leuten, die hier reinkommen können. Also der Kreis der Leute, die in die Höhle der Dorfchefin rein dürfen, ist unendlich groß, in der Tat. Wie der Älteste sich für würdig hält, darfst du einen Teil für dich selbst abranken. Aber ich fürchte, nur die Knochen eines Drachenelsen können Teile der Klinge abtragen, mehr. Bringst du zwei Knochen eines Drachenelsen, mache ich eine besondere Spitzhacke draus. Ich steck sie aufeinander. Miau! Diesmal kannst du dank der Ältesten welche von mir schnurren. Aber in der Zukunft bring sie selbst mit. Okay, danke. Lieblingswaffenklasse vorhanden? Das ist wieder eine gute Frage. Also ich persönlich spiele grundsätzlich einfach immer sehr, sehr gern mit Bogen. Allerdings nur außerhalb des Let's Plays. Innerhalb des Let's Plays ist es schwierig, wenn du bei Bogen halt einfach gewinnst. Punkt. Also du bist ja immer so weit weg vom Kampf. In Worlds ist das besser, dann musst du einen Nahkampf machen. Da bist du mit Bogen auch in der Action alles easy. Aber bei vielen anderen bis jedem anderen bist du beim Bogen also 5 Kilometer entfernt und snipest ein bisschen weg. Was sehr witzig sein kann. Und es macht auch sehr viel Spaß, seitdem die bei Try diesen Kreisangriff nach oben reingebaut haben. Und Try Ultimate, Portal Berserk, irgendwo so die Dreh rum. Und da war es auch immer sehr, sehr witzig und war auch geil. Ist aber schwierig, dazu zu kommentieren, wenn du halt immer nur dastehst und schießt. Im Nahkampf geht's aber sonst, naja. Ansonsten finde ich die Gewehranzahl ganz geil, weil Explosion, Feuerball, da. Es hängt stark vom Spiel ab. Bei World ist meine Lieblingswaffe tatsächlich Doppelschwerter, wegen diesem Stoß nach vorne, wo du einmal über Monster drüber rollen kannst. Nur wegen dem Move. Nur deswegen. Wobei ich sagen muss, ich spiele auch gerne Insektenkleve. Ich so weit immer habe ich bald jede Waffe abgedeckt. Jagdhorn spiele ich nicht, weil ich so dumm bin, Musik zu spielen. Und andere Frage, Hasswaffe, Energieklinge. 10 von 10. Ich persönlich bin zu dumm, die Energieklinge einzusetzen. Woran das liegt? Ich habe ein gewisses Spektrum von Moves, die ich mir merken kann. Das ist sehr begrenzt. Die Energieklinge hat von Optionen, die du tun kannst, von Tastenkombinationen, nur ein Spektrum als Grundlevel. Das kann ich mir nicht merken. Ich spamme gerne dieselben Tastenkombinationen, besser getimt. Fertig. Auch wenn ich studiere, in der Action mehr als 5 Befehle zu haben, ist für mich nicht mit drin. Weswegen Divinity ganz gut ist, dass du einfach diese zwei Listen hast. Falls Divinity-Schauer mit dabei sind, in Hardcore-Momenten, wo ich denke, oh mein Gott, die Welt geht unter, öffne ich mein Inventar und schaue jedes Item einzeln an, weil so kann ich evaluieren, ob es was bringt oder nicht. Aber in Action-Gefechten, jede Taste einmal zu überlegen, ist das jetzt sinnvoll oder nicht, so schnell bin ich nicht. Bei 3 Optionen die beste Auswahl kriege ich hin und damit gewinne ich jeden Kampf, aber aus 30? Schwierig. Ich mache Insektenklebe, weil man easy mounten kann. Das ist der Vorteil davon, ja. Deswegen habe ich auch bei Worlds am Anfang Insektenklebe fast nur gespielt. Zumindest in meinem eigenen Let's Play, ähnlich wie Andreas jetzt. Da war es auch meine liebste Waffe, muss ich sagen. Ich hatte jetzt beim letzten Durchspiel mit Andreas nicht genommen, weil er Insektenklebe-Fanat war. Was ich halt nachvollziehen konnte, ich wollte mal die andere Waffe ausprobieren. Ein bisschen Variety reinbringen. Let's Play ist immer ein bisschen anders. Persönlich würde ich wahrscheinlich auch einfach mit Schild und Schwert überall durchspielen. Ach, ich weiß es nicht. Ich habe mit Bogen angefangen. Es gibt so viel, mein Arsenal besteht aus Bogen, wenn ein Monster zu stark ist, Schild und Schwert, wenn Bogen nicht genügend Damage macht, Gewehrlanze, wenn ich einmal 10 Stunden am Tag Monster spielen kann und plötzlich wieder OP mit Gewehrlanze bin, war ich mal, kann ich wieder sein, als wir vor Ewigkeiten mit Steam zusammen damals noch, übrigens, wir könnten weiterspielen, das wäre langweilig, als wir mit Steam zusammen, machen, just Chatting Kategorie draus, Monster Hunter Tri Ultimate gestreamt haben, wo auch erste 24-Stunden-Stream kam, den wir abgebrochen haben, weil Steam und ich uns gegenseitig aufgewiegelt haben, über ob man zu Andrea Bergs atemlos durch die Nacht Disco Fox tanzen kann oder nicht. Und ich nach 23 Stunden Stream so durch war und er auch, dass wir einfach im Clinch auseinandergegangen sind, während ich meinen Kopfhörer durch die Gegend geworfen habe und meine ersten Kopfhörer kaputt gemacht habe. Seitdem war der Fluch der kaputten Kopfhörer auf mir. Ich habe 10 verbraucht seitdem. Ich habe den größten Verbrauch von allem in meinem Haushalt an Kopfhörern. Seit dem Stream, wo ich aggressiv die Kopfhörer in die Wand geschleudert habe.
egal, ich komme vom Thema ab. Dort haben wir 23 Stunden am Stück Monster an der Tri-Ultimate gestreamt und da war ich ein Gott in Gewährleistung. So, also wenn ich viel Monster spiele, werde ich gut in Gewährleistung, würde ich sagen. Bei World ist eh alles geil, weil alles Superhelden-Style ist. Und was dann dazu kommt, Lanze kann ich inzwischen ein bisschen, weil Anubic immer meinte, Ultra Hardcore mit Lanze confirmed. Und dann habe ich das gespielt und dann lief das sehr, sehr gut, was sehr geil war. Das ist einfach, wenn ich sicher kämpfen muss und gegen Diablos und Molb ist das ganz geil. Und wenn ich angeben will und sagen will, wie leicht Monster sind, dann spiele ich Großschwert. Zumindest in Unite konnte man damit jedes Monster easy platten, ohne Großschwert spielen können zu müssen. Und inzwischen wächst mir Hammer ans Herz durch Ultra Hardcore. Aber egal. Fühle ich, ich reagiere zu lahm. Darum kommen, kann ich keine Shooter. Bei Shootern geht es. Moveset, linke Maustaste klicken. Klick ich hin. Ich bin unglaublich gut in Shootern. Gerade nicht, weil ich nicht mehr drin bin im Lauf. Aber ich wollte auch mal wieder COD Warzone oder neues COD-Stream. Weil das Spiel bei Steam, wo ich die meisten Spielstunden habe, ist COD. Mit Abstand. Weil ich da auch Weltklasse, okay, Weltklasse übertrieben, aber sehr, sehr geil drin war. Gibt es natürlich auch ein Let's Play zu. Bloß wenn ich aufnehme, wird es ein bisschen langsamer. Und ich kann halt Warzone nicht aufnehmen, weil ich gerade so spielen kann. Deswegen ich auch einen neuen PC haben möchte, um mal wieder Warzone aufzunehmen, zu streamen, mal wieder Shooter zu spielen. Ich habe so lange keinen Shooter mehr gespielt. Aber Mann, egal, zurück zum Thema. Jäger, mir ausgezeichnetes Timing. Ich möchte dich doch um etwas bitten. In den grünen Hügeln sind doch mehr befreundete verliehen in Schwierigkeiten. Die Dünenverlierer hatten berichtet, wie du ihnen geholfen hast. Deshalb kam natürlich sofort eine Anfrage. Ich würde es gerne selbst erledigen, aber die Höhenkrankheit macht mir ganz schön Angst. Ne? Klaumacheritis, kennt jeder Student. Entschuldige nur, ein Haareball. Jedenfalls musst du diesmal ein paar... Wow. Wenn du die Drohne fertig machen. In der Questbeschreibung findest du alle nötigen Informationen. Ich zähle auf dich, Jäger, bis miauf bald. Ja, ich glaube, ich habe jetzt ziemlich jede Waffe aufgezählt, die es irgendwo gibt. Zumindest die, die ich nicht kann. So, wunderbar. Das hat ja länger gedauert als gedacht, weil ich noch selber mit euch labern musste. Was die ganze Sache angenehmer macht. Danke fürs hier sein. So. Ah, letztes Dorf. I guess. Nein. Ah, du kommst genau zur richtigen Zeit. Du bist aus, genau, Morga Farm. Kommst, Morga. Danke. Hören, wunderbar. Aber ich habe ihn erkannt und ich kann eh keinen Namen lesen. Ah, du kommst genau zur richtigen Zeit. Es gibt da etwas, an das ich fragen wollte. Ich möchte auf meinem Hof Honig herstellen, weil Honig in der ganzen Welt gerade gekauft wird für FDLH Blisten Hornet. Deshalb habe ich stolz eine Honigbox aufgestellt. Der blödelzierte Honig ist absolute Spitzenklasse. Aber der Honig von hier ist auch gut, habe ich gehört. Ich möchte herausfinden, wie dein Honig hergestellt wird. Ah, sie schicken den Chinesen, schwieriger Satz, sagt man dreimal schnell hintereinander, sie schicken den Chinesen, um zu spionieren, den Honig aus. Ja, ist klar, weil Marktspionage so gern gesehen wird in fremden Ländern. Deshalb studiere ich das örtliche Ökosystem. Für mein Vollhaben belauere ich es voll Göttingshorn. Den findet man aber nur in den Nebelgipfeln. Leider ist eine solche Reise viel zu beschwerlich für meine alten Knollen. Ich wollte dich noch etwas fragen. Ah ja, jetzt erinnere ich mich um den Königshonig-Gegens. Kannst du mir welchen bringen? Im Gegenzug bekommst du einen Pilz von mir. Scheidenpilz oder Fußpilz, können wir uns aussuchen. Beides ist eine Option. Flüch von meinen Fallen persönlich hergestellt. Wie nett von dir, dass du bereit bist, einem alten, hilfsbedürftigen Mann zu helfen. Ja, ja, für China Spionage ist immer gern gesehen, I guess. Du stehst fast im Wasser, Alter fucking Jesus! Nice! Schön, dich zu sehen, Jäger! Ich bin der Gasthaus Boss und das Gasthaus im Loch Lack. Den kenne ich tatsächlich nicht. Interesting. Ich war gerade eine Spezialität von Locklack zu kochen. Sieht selbst, Jäger, möchtest du mal probieren? Ich dachte, dich ein, ist mir eine Freude, aber um ehrlich zu sein, brauche ich Hilfe. So merkwürdig das auch klingen mag, aber ich habe eine Spitzhacke. Hast du vielleicht, ich habe keine. Oh, hast du vielleicht eine? Ich brauche eine. Hast du vielleicht eine für mich? Und eine, und ohne Rätselknochen wird die Kombination nicht funktionieren. An dieser Stelle kommst du, Spieljäger. Du musst Rätselknochen für mich finden. Kann ich nicht einfach direkt Eisenspitzhacken geben, das geht viel schneller. Da drüben ist ein Laden. Literally 5 Meter entfernt.
Möchtest du das bitte? Damit kann ich ihm nur ein echtes Loch in das Gericht zaubern. Mit Eisenspitzhacken? Ich will gar nicht wissen, was da drin ist, aber ich habe schon abgeschlossen. Okay, toll. Nächster Stream, Monster Hunter Waffen in Tierlist ranken. Ja, das ist aber auf jeden Fall im F-Tier. Das ist so eine pure Koop-Support-Waffe. Aber im Koop ist sie richtig, richtig geil. Und ich habe einen Freund, der ist Jagdhorn-Main. Mit dem ich noch nie zusammengespielt habe. Aber wenn ich das mal tun würde, wäre es scheiße. Ja, doch, habe ich ab und zu mal im Stream gemacht. Ist das scheiße geil, weil du läufst halt los und bam, bist aufgebufft. Plötzlich werden deine Muskeln so groß, dein Bauch schwillt an und das unten wird kleiner. Also, das hat man nicht gesehen in der Kamera, ne? Dein Bierbauch wird kleiner. Der ist auch unten wieder größer. 90, 60, 90. Und der andere Mann auch. Aber ja, wir könnten theoretisch mal die Tierlist machen. Dafür bräuchte ich aber festere Ideen und Eigenschaften dazu. Nicht so ein, ja, finde ich ganz okay. Das könnte man theoretisch mal machen. Ich habe nie komplett darüber nachgedacht. Das könnte man dann im Stream machen. Oh, hallo! Bist du nicht der Jäger von der Wikademie, über den jeder hier spricht? Es ist nett, dich endlich zu treffen. Ich bin der Jumbo-Dorf-Chef, oder zumindest war ich das mal. Und der Dorf wurde von einem Drachenelsen angegriffen. Er hat es in Schuttermasche gelegt, bevor er vertrieben wurde. Welches Dorf war das? Ha, Monster Hunter Rise! Das wäre tatsächlich sinnvoll. Und im Wiederaufbau versuche ich alles über Drachenelsen zu lernen, was ich finden kann. Einfach eine Rampage zerstört. Spoiler für die Story! Nach meinem Aufenthalt, und das könnte auch aus unserem Vor-Ultimate sein, to be fair. Nach meinem Aufenthalt in Wikademie habe ich mich hier vor langer Heimreise noch etwas entspannt. Die Exkursion hat mir zwar viel Wissen gebracht, aber ich habe leider nichts gefunden, was als Geschenk taugt. Ich weiß, es unmöglich ist, dich zu fragen, nachdem wir uns gerade erst kennengelernt haben. Ja! Punkt! Ende der Diskussion! Aber ich will nicht mit leeren Händen zurückkehren. Könntest du vielleicht ein paar passende Geschenke besorgen? Ich habe da ein bisschen Schnee im Dorf Yukumo gefunden. Willst du da vielleicht ein bisschen was haben? Gib sie dann einfach beim Händler ab. Mein ewiger Dank wäre dir sicher, Jäger. Eier, scharfe Pilze und gefrorene Beeren. Die besten Sachen, wa? Du musst doch Jäger sein, der ewiger der mir geschenkt. Wie moin? Und ich wie brauche mich natürlich. Wieskast, natürlich. Nun, ihr von der Wieskarte wieder, ja, was hat sein sehr beschäftigt. Steht bis wo ihr Ellbogenmonster. Jo, machen wir. Den verstehe ich, der ist cool. Ich lerne diese Gegner. Ellbogenmonster. Nun, ich will nicht, was ihr da habt. Habe ich nur erwähnt, die Idee erinnert? Ja. Und jetzt haben wir. Vielleicht passiert das Gefängnis zusammen. Mir natürlich, dir. Wenn du dich so beschäftigt mit Ellbogen und Monster feierst, würde ich dir einen ausgeben. Bis irgendwann mal wieder. Ja, aber wie kann der ist mir sympathisch. Wie ist der Typ aus dem alten Rom, Rom, nicht Griechenland, der immer auf den Treppen saß und meinte, wer nichts anhat, hat die meisten Reichtümer und so. Das ist der da, ziemlich sicher. Ich habe nur einen Namen vergessen, weil ich mir den Namen nie merken kann. Jeder mag Tierlists. Vorschläge für Kriterien. Damage Output. Defensivskills. Spaßfaktor. Beweglichkeit. Nachteile. Koop nutzen. Oder alles in allem und komplett durcheinander raten. Das war ich am liebsten. Hallo Jäger. Großartiges Timing. Ich habe hier eine Quest, über die du mit mir reden wird. Ich nenne sie die Quest der weltbesten Gildenmädels. Es geht ins Ohr, oder? Der gibt mir einen Apfel. Hey, lach nicht! Das ist mein finsterer Ernst. Wenn ich die Beste werden will, muss ich auch entsprechend Leistung zeigen. Ich hatte eine Leistung, die du zeigen kannst. Jetzt sprinte los. Also ich habe mir was ausgedacht. Von einer Kollegin. Inspiriert natürlich, das ist meins. Aber hey, was soll's? Man kann ich einfach mal ein bisschen machen. Du denkst sicher, dass wir auch hier einfach nur Quests weiterreichen, die so reinkommen, oder? Falsch. Wir erwägen sorgfältig die Fähigkeiten, Eigenschaften, Vorlieben sowie Abneigung eines jeden Jägers. Dann suchen wir eine Quest aus, die ideal zu diesem Jäger passt. Für jeden ganz individuell natürlich in einem individuellen Pass, ist klar. Du zum Beispiel bist jemand, der aufregende Quests nimmt. Warum gibt ihr mir dann nur die scheiß Pilzsammel-Quest? Ohne Ende. Die ganze Zeit, ich habe literally 10 Quests abgeschlossen, wo drin steht eine Beschreibung. Oh, hier ist wohl langweilig, oder? Warum wird mir das überhaupt angeboten? Sehen wir mal wieder, ne? Diese Art von Algorithmus funktioniert nicht. Sagt der, der noch nie gut programmieren konnte. Weil du ein absoluter Adrenalin-Junkie bist. Also habe ich die aufregende Quest vorbereitet, die es nur gibt. Es geht in die Kälte des Schneegebirges. Versuch es einmal, ich verspreche dir, dass du dort nicht enttäuscht sein wirst. Erzähl mir einfach alles. Wow. Okay, Kiez ist in Ordnung.
gibt schlimmere Quests. Du war eine gute. Du bist gewahr, dass du nicht nur mir, sondern jedem im ganzen Dorf geholfen hast. Du wirst dieses kleine Zeichen unserer Wertschätzung akzeptieren. Du wirst es akzeptieren. Wehe, wenn nicht. Und jetzt runter mit der Hose, ne? Es wird dir nützlich sein, dessen bin ich mir sicher. Ah, noch ein Schein. Toll. Ganz toll. Hurra! Du hast es geschafft. Ich gratuliere zur Ausrüstung. Da mir das gerade einfällt mit ihr, wir könnten eine Tierlist mit den verschiedenen Quest-Schaltern drinnen machen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es diese Tierlist auf YouTube schon gibt. Mehrfach. Du hast es geschafft. Ich gratuliere zur Ausrüstung. Ich meine natürlich zur Lieferung eines Pilzes an mich. Als Belohnung für eine derart tollen Jäger habe ich ganz besonderes Geschenk vorbereitet. Du wirst es schier kaum glauben können. Aber ich wäre bereit, dir als dein privater... Das erinnert mich immer daran, wo meine... Warte, ich bin jetzt 25. Ich glaube, meine 8-jährige jüngere Nachbarin, als ich 20 war... Die kam immer mal gerne rüber. Die hat gerne mit mir gespielt, weil ich war halt der Erwachsene, der immer noch Kinderspiele mitmacht. Ich hatte die Holzschwerter, es hat Spaß gemacht, was auch immer. Sie hatte Spaß bei mir. So, und es erinnert mich daran, wie sie mit 12, ich 20, sich Aussage war, okay gut, ich muss jetzt weiter arbeiten, ich musste aufnehmen, rendern, ein bisschen Schule machen, Uni, war schon Uni, keine Ahnung, müsste Uni gewesen sein. Und ich sie halt wieder rüberschicken wollte, rüber zu ihrer Familie, ne? Und sie meinte so, nee, ich will nicht, hau dich auf mein Bett, ich bleib hier. Du kannst alles mit mir machen, was du willst, wenn ich hier bleiben darf. Bumm. FBI auf Waffe. Sorry, nur so eine Anekdote aus meinem Leben. Du wirst es hier kaum glauben können, aber ich wäre bereit, für die eigenen Diener zu stehen. Geh einfach ins Diener-Menü und setz mich dort ein. Ich sorge dann dafür, dass deine Hütte ständig funkelt und strahlt. Merkt sie gerade, was sie selbst gesagt hat, das Liebchen? Warum freust du dich denn nicht? Doch, ich freue mich, ganz ehrlich, nee, die Katze ist zwar schön, aber ab und zu mal jemand anderes bei Nacht so, aber ja, schön, ne? Ist doch toll, freut sich etwa nicht, wenn Fremde unangemeldet ein Haus betreten? Das wäre ja abgemacht. Verstehe. Wahrscheinlich habe ich es nur versäumt, mich richtig vorzustellen. Ich arbeite für die Jägergilde in Mogga. Großartig, nun sind wir doch beste Freunde, oder? Du kannst mich jederzeit rufen, wenn du etwas brauchst. Kann ich das wirklich machen? Wait a second. Wir haben eine wichtige Aufgabe zu klären. Dina! Ich will, dass du ein Mensch wirst. Miau, ich habe etwas sehr Wichtiges für dich. Dieses süße Kätzchen ist eben gekommen. Und ja, nun, es hat angeboten für Miau und Miauster zu arbeiten. Really? Und das Haus in Schuss zu halten. Daher habe ich Miau erlaubt, im Haushalt für eine Adoption hinzu Miauz. Über Dina wechseln kannst du auswählen, wer dich hier um Miau alles kümmern soll. Aber Miauz war doch immer sehr zufrieden mit Miau. Ich darf doch bleiben, oder? Oh, ich hasse Katzen. Okay, ich heute will Miauz sein, die gehen. Dina wechseln. Yes. Yes. Na, meine Dienerin. Stehst du häufiger hier? Wenn du da bist, stehen noch ganz andere Dinge hier. Zum Beispiel die Katzen, die stehen wunderbar hier. Und schau dir mal Pogi an, er steht wie eine Eins, wenn man es einmal aufweckt. Oder eine Monster-Tierlist. Ich sehe schon, es benötigt ein neues Format. Tierlist! Auf jeden Fall. Die werden doch überhaupt nicht ausarten oder irgendwann sinnlos werden. Nein, ich werde nur sinnvolle Tierlists machen. Oh, das könnte witzig werden. Wieso steht es eigentlich hier draußen? Ganz ehrlich, Mockerliebchen, du sollst mein Zuhause sauber machen. Wer hat dir erlaubt, rauszugehen? Nimmt die Aufgabe Zina gar nicht ernst. Da kommt unser Jäger, ja. Schön, dich gesund und munter wiederzusehen. Gute Arbeit. Ich werde dir gerne angemessen danken. Kannst du einen Moment Zeit nehmen? Ja, ich stehe hier. Da kommt unser Jäger, ja. Schön, dich gesund und munter wiederzusehen. Gute Arbeit. Ich würde dir gerne angemessen danken. Ah, warte, ich muss mindestens ins Wasser steigen, ne? Das war die Aussage, ne? Gerne doch, komm mal mit dazu. So war das also. Das hätte ich wirklich zu gern mit eigenen Augen gesehen. Nachdem die große Krabbe nun vertrieben ist, können wir nach Herzenslust Muscheln sammeln. Schön. Natürlich habe ich dir schon welche zum Bistro in Berna liefern lassen, als Dank für deine harte Arbeit. Das ist natürlich nur eine. Ich hoffe, dass ich jetzt gerade keine harte Arbeit habe. Egal.
Natürlich nur eine kleine Erkenntlichkeit, aber ich hoffe trotzdem, dass dir die Muscheln munden werden. Ey, abgeschlossen. Toll. Oh. Ah, der war auch. Warum bist du hier? Und nicht da, wo du eigentlich herkommst aus. Ich glaube, es war Yukumo. Ne, warte, Yukumo war die anderen. Wie hieß das aus Unite? Pocke. Pocke, meinte ich vorhin natürlich. Oh, du sprichst mit dem Meister der Lehrmeister, der Fix aller Gastronomie-Koryphäen. Scheiß Wort. Sag mal, hast du denn auch das Meisterbräu geprobiert? Wir nehmen alle so begeistert sind. Du kannst da auch den Slogan besser als ein Halt tragen, oder nicht? Scheiß Slogan. Nein! Ja, ja, du hast aber was verpasst. Das Gesöff geht so schnell weg, dass der Erfinder den Profit fast zu erträgt trot. Aber wer steckt wohl hinter diesem erfrischenden 50 Cent Wundertrank? Na, hast du denn einen Verdacht? Die Spa-Besucher sind verrückt nach dem Zeug. Demnächst werde ich der Reichste der Reichen sein. Ach nein, das war der aus Try, der da in der Online-Lobby rumlief. Ich dachte, das wäre der Trainer aus Unite gewesen. Sieht alles so gleich aus, teilweise von der Seite. Hier, du sollst auch nicht leben wie ein Hund. Nimm ruhig, aber alles genug. Ja, genau, das Arschgesicht, ich erinnere mich. Wobei, to be fair, vielleicht hat er einfach nur eine falsche Ansicht, was tatsächlich Geld ist, was viel Geld ist. Und denkt, ein Zenny ist wirklich viel. So, warte mal, jetzt wollen immer noch alle irgendwo... Das wird die Muschel sein. Das heißt, wir müssen nur zu der Kochdame gehen. Und dann sollten eigentlich die ganzen Ausrufezeichen weg sein. Ah, nein, wer bist du denn? Miau. Miau, meine Damen und Herren, Ihre Aufmerksamkeit. Wir möchten unsere Fellpfleger gerne mit einem Geschenk überraschen. Dieser Schein kann für neue Ausrüstung genutzt werden. Wir freuen uns drauf, Sie bald wieder an Bord zu begrüßen. Luftschiffschein. Wenn ich damit kein Luftschiff bauen kann, bin ich sehr, sehr enttäuscht. Wobei einfach so ein Huntinghorn im Luftschiffformat wäre schon nice. Wäre mal was Witziges. Ich bin jetzt wieder eine Stunde dabei, mit den Leuten zu reden. Ah, ich weiß noch, ob ich es nicht aufschieben wollte. Wer bist du? Oh? Hallo, ich weiß, dass du ein Jäger bist. Du bist mein besonderer Begabung. Ich weiß es einfach. Ein unschuldiges, naives Glänzen in den Augen. Eins, zwei Nummern zur großen Waffe. Du musst von der Amikademie sein. Hat sie mich gerade als Weasley beschimpft? Ich bin der Schmied. Auf meinen Reisen habe ich viele Schmiede aufgesucht. Die sind die alle sechs Sachsen bei mir. Um mir dort Tipps geben zu lassen. Wenn ich auf Riesen bin, leite ich die Schmiede im Dorf Jumbo. Ich bin in dieser Region recht bekannt. Ich habe sogar von legendären Handwerkern mit Handwerk gelernt. Das können nur nicht viele behaupten. Strebt den Beweis an, dass man auch ohne spitze Ohren und verlängerter Pubertät mit den besten Schmieden kann. Das heißt, ich habe eine zu lange Pubertät, um sinnvoll Schmieden zu können. Dammit. Nun nehme ich eine Auszeit von der Arbeit. Aber vielleicht kann ich dir eines Tages zeigen, wozu ich bestanden bin. Mit seinem kleinen Hammer wahrscheinlich nicht viel. Das war alles im Pocket. Oh mein Gott, die ganzen Leute kommen da überhaupt wieder. Ah. Okay. Ist in Ordnung. Dann reden wir halt mit allen. Und die wechseln sich echt dauerhaft durch. Oh, nein. Hallo Jäger, ich bin begeistert, dich zu sehen. Ich stamme von der Sonnewohlinsel. Das ist eine kleine Insel, in der miaut der Chikosande. Das am linken Ende, aber egal. Das Dorf ist eine perfekte Landschaft. Die Entspannungsquellen, wunderbar. Wenn es dir nichts mehr ausmacht, würde ich dir gerne eine kleine Frage stellen, Jäger. Ich habe von Pfeilen gehört, die aus sogenanntem Bambus hergestellt werden. Sie sollen die stabilsten sein. Mir fiel ein, dass die Kameraden auf der Sonnenwohlinsel doch mit Pfeilen Botschaften schicken. Wenn ich diese Bambus in die Pfote bekäme, könnte ich schnurrige Pfeile draus fertigen. Aber scheinbar muss der Bambus aus Sprossen gezogen werden. Und hier beginnt deine Aufgabe. Meine Quest für dich ist, dass du zu den Negergipfeln gehst und für mich ein paar super Sprossen kratzt. Wenn ich mich zu weit entferne, würde ich mich verlaufen. Deshalb warte ich hier auf dich, Jäger. Ah, Sonnewohl Sprossenkurier, Stufe 2 Quest. Ah, schön, dass wir die noch nicht hatten. Hi, Boy. Ja, du bist also der Jäger, von dem ich so viel gehört habe. Was? Siehst du jedenfalls aus wie einer? Wie? Wer ich bin? Wer ich bin? Niemand geringeres als der teuerste Handwerker aller Zeiten. Ich kümmere mich um die Ausrüstung in Mara.
Ich mache alles, solange ich das nötige Material habe. Vor allem kann ich noch in die Wildnis muss und ich ordentlich ausstatten. Natürlich habe ich momentan nicht alle benötigten Materialien, deshalb ruhen meine Fähigkeiten derzeit nur ein wenig. Trotzdem werde ich dir eines Tages eine Gunstprobe meiner Gunst geben. Ich hoffe, du freust dich schon genauso wie ich. Alles klar, nice. Neue Charaktere. Ey, neue Einzelcharaktere. Hallo, es ist schön, dich kennenzulernen. Willst du meine Dienerin werden? Asking for a friend. Du musst der Jäger von der Vikademie sein. Ich arbeite für die Jägergilde hier in Yukomo, aber derzeit helfe ich ein wenig im Fußbad aus. Überall sind Monster unterwegs, daher sind wir etwas unterbesetzt. Du weißt ja, wie es ist. Wenn du eine Quest annehmen möchtest, dann sprich bitte mit dem Mädchen in der rosa Uniform vor der Treppe. Sie ist eigentlich meine Schülerin und trotz ihrer Unerfahrenheit auch Jägern immer gern behilflich. Anfangs wird sie möglicherweise ein oder zwei Fehler machen, aber bitte sei geduldig mit ihr. Sie gibt ihr Bestes. Wenn das mal jeder machen würde, der irgendwie im... Was? Da immer noch? Ah, neuer im Bad. Wenn es mal jeder machen würde, irgendwo einkaufen, wäre einfach nur ruhig sein und nett sein, würde es alles noch viel besser gehen in so Läden. Surfkater! Nice. Wie ich hergekommen bin, ganz einfach echt. Ich bin einfach an den Ozean den Ozean herangetrieben. Mein Kopf war dabei irgendwie in den Wolken. Man, einfach so total relaxed und so. Und ehe ich mich versehe, bin ich hier in diesem Bad. Irgendwie strange, oder? Wie ist das bei dir gelaufen, Kumpel? Bist du auch hierher getrieben oder geschwächt? Alles klar, Mann, alles gut. Wer kann schon alles wissen? Ich meine, es ist doch total. Worum? Ich meine, es ist doch total, worum es so im Leben geht, oder? Egal. Da fehlt ein Egal, Surfkater. Ansonsten ist es genau das Gegenteil, was du ausdrücken willst. Du, ich, die Wolken, alles schwebt. Alles schwebt. Alles geht in Wolken auf. Immer noch alles, was bleibt. Ist Asche und Rauch, er will noch mit mir reden. Ah, hättest du jetzt mal eher überlegen können. Hey, du Jägerkumpel. Ich hatte da mal einen ernsten Gedanken. Einen am Tag reicht auch. Wie schmecken Wolken eigentlich? Wie Zuckerwatte, oder? Ich meine, die sind doch so total, also weit oben und so. Boah, es gibt mega viele Sterne so. Ist das doch eine Zongteile oder schon ein Tweet? Und echt fluffig. Luffig ohne Ende. Aber da ist auch dieser Kratzer los. Total Stress, Alter. Echt jetzt. Will doch nur Wolken sehen. Meinst du, ich meine, kannst du dem nicht irgendwie sagen, dass er mal chillen soll oder so? Ich hab gerade automatisch, dass er mal zusammengesagt, dass er ist tatsächlich zusammengeschrieben. Oh, ich mag das Spiel dafür. Also die Charaktere haben sie sehr, sehr stereotypisch, aber das Stereotyp ist sehr gut gemacht. Oder so, ich will doch nur, ich meine, also Wolken. Ich will doch nur meine fluffigen Wolken. Okay, der Typ ist cool. Von dem hätte ich gerne noch mehr Quest. Okay, lange brauchen wir nicht. Burner ist was Neues. Auf zum Burner-Mädel. Wahrscheinlich wechseln die erst, wenn die Quest wirklich angesprochen hat oder so. Oder wenn man genügend Scheine gesammelt hat. So, ey, ja, das ist tatsächlich die neue, das neue Essen. Oh, Schatz! Ich habe gerade neue Zutaten in die Pfote bekommen. Wirf mal meinen Blick drauf, Ade. Schaffst du... Die hat dich gehaudit. Schaffst du es, die zu kombinieren, kann ich vielleicht Gerichte mit besseren Effekten kochen. Wenn du weitere Zutaten willst, dann bringen sie mir auch bitte her. In Ordnung. Alles klar, Schätzi. Lass uns kochen. Ja. Okay, das sieht sehr danach aus, als wenn es einfach nicht der Fall wäre, dass wir irgendwas kombinieren könnten. Never mind. Muschelfleischtapper. Toll. Nee, zwei neue Sachen gewesen, sonst nix. Zwar um zwei Sachen kombinieren, dass du einfach mal mehr von einem essen kannst. Ne? Einfach mehr Nutella zum Beispiel. Folgendes geile Essen. Tierlist fürs Essen, incoming. Ja! Ja, brauchst du was vom weltbesten Jäger aus, Peter? Aha, du scheinst aber um eingestellt geworden zu sein. Ich habe bisher nur andere Leute mir quatschen lassen, dass die Hornhaut auf meinen Ohren ist dicker geworden. Ja, danke. Du siehst jetzt stark genug aus, um eine neue Jagdtechnik zu lernen. Bist du bereit? In Körper und Geist. Also schließe die Augen und atme tief ein.
Ein und aus, ein, das hat man schon mal Neujahrs. Ich denke, Ich muss mir die anderen Jäger sagen, das ist aber schick. Burgmauern. Oh, wir haben den Trump gelernt. Schön. Und eine neue Auszeichnung. Wo sind die Auszeichnungen eigentlich? Wahrscheinlich wieder auf der Gildenkarte, ne? Wie viele gibt es davon, dass ich so viele bekommen kann? Interesting. Lieblingswaffe scheint nach der Statistik wohl langschwer zu sein. Wenn ich dem nicht zustimmen möchte. So, spontane Hand. Doppelzehn erfüllt. Warte mal, das sind die Sachen, Kokoto. Fleisch mir aus der Vorspeise. Ein saftiges Hortevere aus Fleisch und die Belohnung für das Sammeln einiger Fleischsorten. Okay, gut. Burner hat mal Jura-Grenzlandkarte. Ich kann Notizen deiner schweren Reise. Ach, ich habe es weiß. So anstrengend hier. Zeigt, dass du das Jura-Grenzland gemeistert hast. Yo, Berner Stier-Zertifikat. Ein Zertifikat, das die Verständnis der Berner Jagdtechnik gezeigt. Ah, cool. Noch gar nicht, macht Sinn. Es gibt noch ein neues Land. Hyrek. Klar. Pocke. Wolliger Schal. Ein Schal aus dem struppigen Fell einer riesigen Gammoff. Ein Geschenk für die Jagd auf ihn. Okay. Pocke Expert-Zertifikat. Ein Zertifikat für die Meisterung der Pocke-Jagdtechniken. Okay. Aus Scherben einer riesigen Schwert in der Mysteriumhöhle hergestellt. Ach, da habe ich Scherben benutzt. Toll. Macht ja voll Sinn. Zivikate, das Verständnis der Pokéjagd-Technik. Okay, es wird einfach noch mehr, je nachdem ich da bekommen habe. Und Yukumo haben wir noch nicht viel gemacht. Es ist einfach nur Fragezeichen. Zivikate, das ist die Meisterung der Yakumo-Technik gezeigt. Warum heißt das Fragezeichen? Was ist das für ein Schwachsinn? Egal. Waren das? Es waren noch nicht alle. Wollt mich schon freuen. Aber es wäre zu früh gewesen, ne? Ich freue mich nie zu früh, sondern wenn dann zu spät, weil ich erst zu spät mitbekommen habe, was eigentlich passiert ist. Ah, na Mensch, euch kenne ich doch auch noch. Andy! Oh, hallo, der Jäger, neu hier. Ich glaube, wir kennen uns noch gar nicht. Guten Tag. Hey! Du gehörst zur Akademie, nicht wahr? Wir sind Teil einer Karawane, die von Dorf zu Dorf zieht. Immer dorthin, wohin uns die Arbeit fährt. Dieses Mädchen hier ist unser neuester Neuzugang. Sie hat ein gutes Auge für Details. Sie kommt aus Hart, einem Dorf, das so viele Schmiedewunderkinder wie Waffen und Rüstungen und Priester hervorbringt. Ist auch an der Hand. Ja, das stimmt. Ich habe mein Heimatdorf verlassen, um die Welt zu sehen. Es freut mich, dich kennenzulernen. Den großen kannst du den Handwerker, Englisch The Man nennen. Das passt zu ihm. Er versteht wahnsinnig viel von Schmiedehandwerk. Wir werden eine Weile in diesem Dorf bleiben. Wenn du etwas brauchst, kannst du gerne jederzeit fragen. Ich glaube, ich muss nur los. Bis bald, Jäger. Warte. Drei. Ja, Moment. Drei. Zwei. Eins. Eine Quest. Die wollen nicht nochmal mit mir reden? Oh, interesting. Dann kommen wir langsam zum Ende. Oh mein Gott. Wir haben fast alle mal irgendwie zusammen scheißen und reden können. Aber dazu brauchen wir einfach Spiele, wo man dumm rumlabern kann. Deswegen ich echt überlegt habe, Jurassic World zu streamen, weil das geil bestimmt stundenlang problemlos labern.